Willkommen bei XCOM Enemy Within. Mein Name ist Gentleman und ich möchte euch mit einem neuen kleinen Let's Play Projekt von mir beglücken. XCOM, das ist eine Serie, die hat mich schon vor etlichen Jahren begleitet. In den 90ern mit XCOM Terraform the Deep, UFO Enemy Unknown, also groß angelegten Taktik-Strategiespielen, wo es einfach darum geht, eine Alien-Invasion auf der Erde zurückzuschlagen. Und dieses Los will XCOM Enemy Unknown, beziehungsweise mit Erweiterung XCOM Enemy Within sozusagen aufgreifen. Früher sah es so aus, man hat sich irgendwo einen Punkt auf der Weltkarte für ein Hauptquartier ausgesucht, hat dann fröhlich über Forschung, Rekrutierung und verschiedenste Missionen seine Armee letztendlich aufgewertet und trainiert, bis man dann sich endlich weiter und weiter den Aliens stellen konnte. Doch schauen wir mal, was es hier bei XCOM Enemy Within dabei gibt. Mein Plan ist, von der Struktur her das Ganze so aufzuziehen, dass wir in der Regel so ein, zwei Missionen pro Part letztendlich durchspielen, je nachdem wie zeitaufwendig das Ganze ist. Vielleicht auch teilweise Teil einer Mission. Ansonsten wir schauen, dass man einen ordentlichen Einblick in das Spiel erhält und am Ende ein ganz unterhaltsames Video für euch herauskommt. Und ich bin mal gespannt, ob ich so sehr eingerostet bin, dass es ganz und gar nicht mehr mit dem neuen Teil funktioniert, oder aber ob das halt recht schön funktioniert. Dann gehen wir mal auf Einzelspieler. Ich denke, normal mit ein bisschen älter Erfahrung sollte nicht verkehrt sein. Machen wir uns beide Tutorials, also das für den normalen Spielteil mit an, das für XCOM Enemy Within. Unternehmen Nachwuchs, unternehmen während der Verteidigung der Erde gegen eine außerirdische Invasion den Versuch, eine Entführte zu retten, die mehr ist, als sie zu sein scheint. Klingt doch ganz interessant. Operation Slingshot. Nimm während des Einsatzes Kontakt zu einem geheimnisvollen Mitglied der Triaden auf und erbeute ein Gerät, das XCOM einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Invasoren verschaffen könnte. Klingt auch nicht schlecht. Iron-Modus heißt letztendlich ein bisschen schwererer Mut, wo, wie soll ich sagen, automatische Speicher oder exakt nur automatisch gespeichert wird, aber selbstständiges Laden nicht möglich ist, da immer auf das gleiche Save Game gespeichert wird. Ich denke, in unserem Fall sollten wir den Iron Modus auslassen, da wir ja gegebenenfalls wirklich viel vom Spiel sehen wollen, wenn wirklich riesige Probleme auftauchen, könnte man dann nochmal neu laden. Nicht, wie es auch manche machen, wenn man irgendwo daneben schießt oder irgendwo mal ein bisschen Schrott passiert. Und zum anderen, wenn wieder erwarten, dass Game doch mal irgendwo ein bisschen gestabil laufen sollte, kann es halt auch doof sein, dass ein Teil der Mission halt einfach verloren ist und ihr ihn nicht mehr sehen könnt. Einsteigertexte dürfen gerne angelassen werden. Zweite Welle. Waffen haben mehr mögliche Schadensarten. Zufällige Ratsmitglieder. Zufällige Garten. Verborgenes Potenzial bei der Befehlung stehen. Ausbildungsroulette. Nur eingesperrten Spielplatz.
Zufallsgenerator zurückgesetzt. Und Zielwinkel. Einheiten bekommen einen Bonus auf ihre Zielgenauigkeit, je länger sie daran sind, einem Gegner Flanke zu fallen. Nö, die zweite Welle lassen wir komplett aus. Also sagen wir Spielstart und lassen wir uns mal überraschen, was uns hier erwartet. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Also werden wir schon mal direkt mitten in die Scheiße in Anführungszeichen geworfen, also mitten in die Action. Anscheinend ist in Hamburg wohl ein kleiner Alien-Angriff passiert. Dann schauen wir doch mal, was uns das Tutorial zu folgenden Kanzler durchgeschrieben hat und an dieser Stelle letztendlich lehren möchte. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Thank you.
Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Mit der rechten Taste bestätigen wir. Ein Soldat kann zweimal bewegen. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Delta 2, jetzt du. Los, zu den Trümmern. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Was zum Teufel? Was ist los, Delta 4? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta 4? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Wie gesagt, das Bild ist irgendwie, dass man rennen kann, aber das verbraucht man beide Zugeinheiten. Central, hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Central, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Okay, Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Delta Two, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Mir nicht minder und vor allem toll, sich jemanden anzunähern mit einer Shotgun und mit einer Granate. Wir hoffen, dass der Tutorial-Maker weiß, was er macht.
Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Delta 1 ist am Boden. Central, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Ich glaube, da haben sie sich ganz übel geschossen. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Bereit machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta 4. Da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Weltkarte positionieren konnte. Anscheinend wurde sie jetzt hier in verschiedene Regionen, wie zum Beispiel Afrika, Südamerika, Asien, Europa, Nordamerika aufgeteilt. Wie ich das gerade richtig sehe, allesamt verschiedene Boni haben. Für uns am Anfang scheint nur Nordamerika und Europa möglich zu sein. Nordamerika wird uns bringen, alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger beim Kauf, Herstellung und Unterhalt. Und in Europa, Labor und Werkstätten kosten 50% weniger beim Kauf und Unterhalt. Ich glaube, dann gehe ich klassischerweise nach Europa, denn ich sag mal so, jeder unserer Rekruten und Co. wird von dem Bonus hier letztendlich profitieren. Was wohl auch ganz nett ist, dürfte das hier sein, was halt wohl nochmal ganz gut was Upgrade, Kosten und so weiter angeht, ist Südamerika, Autopsien brauchen keine Zeit, das gleiche gilt für Verhöre, also sprich Leichen von Aliens konnte man zum Beispiel auch beim alten UFO untersuchen, um Technologien und Physiologie der Aliens zu untersuchen. Das gleiche gilt natürlich auch für gefangene Aliens, die man irgendwie bewusstlos geborgen hatte. Und Afrika erhöht halt das Budget. Aber da wir ja keine Wahl haben, gehen wir nach Europa. Verstanden. Wir kommen nach Hause.
Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer. Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Willkommen im XCOM-Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Das scheint wohl unser kleiner Stützpunkt zu sein. Kann man hier auch rauscrollen? Natürlich nicht. Die Unterirde scheint wohl auch schon ein bisschen was gebaut zu sein. Commander, der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Dort haben wir Soldat Eduardo Vega. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Das sehe ich auch so. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander, in die Forschungslabore. Commander, in die Forschungslabore. Gehen wir erst nochmal kurz in die Kaserne. Die Crew-Klassen hatten wir, glaube ich, bei den alten UFO- oder XCOM-Teilen noch nicht. Das ist, glaube ich, erst jetzt mit den neuen XCOM-Teilen so. Anscheinend gibt es wohl mehrere Klassen mit speziellen Fertigkeiten. Ansonsten haben wir hier anscheinend schon mal eine ganz gute Runde an verschiedenen Nationalitäten, was Rekruten angeht, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich hatte unter Optionen aktiviert, dass je nach Nation die Leute auch in unterschiedlicher Sprache mit uns kommunizieren sollen. Muss ich mal schauen, wie sich das macht. Ansonsten werde ich unterwegs sind auch nochmal wieder, dass alle in der Spielsprache, also Deutsch, kommunizieren. Dann gehen wir mal zur Forschung. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Also, was können wir forschen? Xenobiologie ist anscheinend noch gespeichert, weil wir drei Sektoiden-Leichen brauchen. Dadurch, dass wir zwar drei wohl gekillt haben, aber eine gesprengt haben, haben wir leider nur zwei Leichen, also können es nicht erforschen. Also können wir uns überlegen, ob wir das Alien-Material erforschen. Die Aliens scheinen ein Material zu benutzen, das vielleicht noch stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerung unserer Soldaten verbessern können. Aber dafür ist noch einiges an Forschung notwendig. Das klingt schon mal recht genial. Oder Waffenfragmente. Diese Fragmente sind alles, was von den mächtigen Alien-Waffen übrig geblieben sind, die wir gefunden haben. Die weitere Forschung könnte uns zu Fortschritten bei unserer Waffenentwicklung verhelfen.
Ich glaube, ein bisschen Offensivpower kann in dem Fall nicht schaden, wobei Panzerung ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir ein bisschen mehr einstecken können. Denn wir haben ja gerade gesehen, jeder einzelne dieser Aliens hat uns mit einem One-Hit gekillt. Also gehen wir mal auf Defensive. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Das sieht doch nach dem nächsten Auftrag aus. Denn splitten wir mal in den nächsten Teil.